Hi Leute und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist Freitag und ich dachte mir, ich nehme euch mit und vlogge das gesamte Wochenende ein bisschen mit, weil wir haben ein bisschen was zu tun, beziehungsweise ich habe ein bisschen was vor. Und ich habe mich jetzt schon mal für den Tag fertig gemacht. Meine Wohnung sieht gerade katastrophal aus. Ich habe nämlich gestern den Hall gedreht und ich habe noch nicht aufgeräumt, weil ich habe dann schnell gekocht, war noch mit Nana draußen und es wird alles richtig spät, weil ich habe dann noch geschnitten und so. Das müssen wir auf jeden Fall aufräumen, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr dafür. Das mache ich nachher oder heute Abend. Hier haben wir die ganzen Verlosungspakete, die ich fertig gemacht habe. Ich habe schon eins auf Insta verlost, aber die zwei werde ich nächste Woche verlosen und die habe ich jetzt schon mal fertig gepackt. Die YouTube-Leute sehen es jetzt zuerst. Das ist das größte Paket, aber da sind noch ein paar Sachen drin, die auch ein bisschen teurer sind, zum Beispiel von Bobby Brown und so. Aber ich werde die Bedingungen dann einfach anpassen und ich habe sehr viel Zeug hier drin. Also wirklich, das Paket ist sehr gefüllt und das hier hat auch richtig coole Produkte. Ich habe das so ein bisschen aufgeteilt, damit auch jeder Schmuck hat und so. Und hier, das kann ich euch jetzt nicht richtig zeigen, liegen Sachen für meine Steuer, weil das ist auch mein größtes To-Do dieses Wochenende über, weil ich muss sehr viel an meinen Steuerberater schicken und muss sehr viel aussortieren und für die vorherigen Jahre, also Leute, Steuern ist wirklich kein angenehmes Thema. Und deswegen habe ich das schon mal alles rausgelegt. Sieht halt jetzt halt so ein bisschen wirrwarr hier aus, aber ich werde das alles aufräumen. Hanna kommt jetzt gleich zu mir und von hier gehen wir dann die Stadt, weil Tamino hatte eine Präsi und dann gehen wir noch zusammen irgendwie ein bisschen chillen, weil Hanna und ich haben heute oh mein Gott, da oben ist irgendein Tier und es sieht aus wie so ein Ohrenkneifer. Hanna und ich haben heute einen Job von High-In. Ich dachte mir, also ich weiß nicht, ich kann euch nicht mitnehmen, wenn wir da die Sachen machen, weil wir werden Content für so eine Bar filmen und es ist in der Nähe von Frankfurt und da müssen wir halt um 8 Uhr da sein und wir müssen davor beide nochmal mit den Hunden gehen, weil ich habe ja Nala und Hanna hat auch manchmal ihren Hund bei sich und deswegen, die nimmt den jetzt mit und dann gehen wir nochmal in der Stadt spazieren, dann muss ich Nala nach Hause bringen und dann haben wir heute Abend den Job für High-In und ich kann euch da noch ein bisschen erzählen, was wir da genau machen, aber ich weiß nicht, ob ich da so mitfilmen kann, weil wir sind ja für die da und machen für die Content und so, deswegen, ja. Ansonsten muss ich jetzt meine Tasche packen. Nala ist auch schon ready to go. Hey! Ach, die hat die Klingel gehört, deswegen wartet die hier, weil die denkt, irgendjemand kommt, aber es kommt keiner, Maus. Nee, es kommt keiner tatsächlich. Es tut mir so leid, oh mein Baby. Ich habe jetzt hier mein Portemonnaie, meine Brille, weil heute ist es, wie gesagt, Sonne. Ich muss jetzt noch meine Karte hier reintun. So, also meine Tasche ist noch gefüllt mit einer Bürste, mit meinem Reisepass, alles noch aus Holland. Wir haben auch noch hier die Bilder, Lipgloss, Sonnencreme, Hygieneding. Was haben wir hier? Die Radkappe von meinem Koffer. Leute, naja, ich werde jetzt mal so ein bisschen mehr räumen. Das werde ich dann auch noch aufräumen. Also steht dieses Wochenende wieder eine Aufräumsession an, genau wie letztes Wochenende, aber egal. Better clean than nicht, ne? Sagen wir mal so. Was ist das hier für ein Lip Liner? Ah, da ist mein 18 Rose Lip Liner. Augentropfen habe ich auch hier drin. Ist immer gut mit Allergie. Gut, das packen wir jetzt hier rein. Meine Haare brauche ich definitiv nicht. So, ich nehme jetzt mein Portemonnaie rein. Meine Brille. Falls ihr übrigens den H&M Haul noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Mein Outfit, was ich heute trage, habe ich auch von H&M. Ja, was packen wir denn jetzt mal hier ein? Wie kann ich euch denn, wenn ich euch jetzt wieder hier drauf stelle, wird es wieder nicht funktionieren. Das ist immer die gleiche. Ich stelle euch jetzt nochmal hier drauf. Es wird wieder unscharf. Es ist immer, wenn ich das da drauf stelle. Packen wir jetzt mal meinen Kulturbeutel. Den hier tue ich immer mein Make-up für unterwegs rein. Und ich nehme immer mit. Prinzipiell ist meine Make-up-Tasche immer gleich gefüllt. Wenn ich nämlich normal geschminkt bin, brauche ich nur mein Zeug, um aufzufrischen. Und im Sommer oder generell ganz wichtig, Puder. Und das hier habe ich mir auch genau deswegen gekauft, damit ich das immer mitnehmen kann, wenn ich unterwegs bin, weil das nicht so teuer ist und wenn man das verlieren sollte, wenn das kaputt gehen sollte, ist das nicht so schade, wie wenn es jetzt mein Huda Beauty Puder oder Laura Mercier oder so ist. Dazu brauchen wir natürlich auch einen passenden Pinsel. Das ist eigentlich für mich ein No-Go, weil das so unhygienisch ist, den einfach da rein zu tun, weil da ja immer irgendwie, ne, man fest da rein und aber es geht nicht anders. Mein Bronzer-Pinsel, weil Bronzer ist bei mir auch immer so eine Sache. Ich benutze ja mittlerweile eigentlich gerade immer den hier von MAC. Ich will mir aber auch mal einen neuen holen, weil der glitzert sehr. Und ich will so einen, der so ein bisschen matter ist und der so ein bisschen, ja, ich weiß, wie ich es erklären soll, der einfach so ein bisschen satter ist von der Farbe, checkt ihr. Und was nehmen wir noch mit? Meine Lippenkombi, of course. Ich habe heute übrigens meine Haare anders gemacht, also eher unbeabsichtigt, aber ich habe mal ein bisschen weiter unten mit den Locken angefangen. Also ich habe das nicht so straff oben gemacht. Das ist der Trick dahinter, damit die nicht so extrem hier so sind, wie die immer sind. Und ich finde das eigentlich ganz süß. Ihr steht halt jetzt gerade so ein bisschen komisch. Oh nein, meine Kamera kommt damit nicht klar. Seht ihr? Es ist immer, wenn ich es hier draufstelle, es macht keinen Sinn. Es ist einfach, es steht einfach nur. Seht ihr das?
Hallo. Oh, ich kann das nicht mehr mit dieser Kamera. Es ist immer auf diesem... Oh, ich weiß nicht, ob die da irgendwie auf einem Sensor steht. Ich stelle die immer dann hier drauf und das kommt... Also, weil das kann man halt so da drauf stellen und die kommt damit nicht klar. Die kommt damit nicht klar. Ihr habt es gerade gesehen. Ich bin übrigens froh, dass die Datei noch da ist. Ich weiß jetzt nicht, wie ich euch hinstellen soll. Jetzt steht ihr so. Mein Bett muss ich heute auch beziehen. Ich habe das extra nicht gemacht, damit ich mich daran erinnere, das frisch zu beziehen. Ich muss auch noch Wäsche waschen. Egal, wir schaffen das alles. Ich habe heute ein bisschen verpennt, ich sage euch ehrlich. Weil Leute auch immer fragen, wie lange ich schlafe. Ich schlafe immer unterschiedlich lange, aber heute habe ich bis 11 Uhr geschlafen. Das ist so peinlich. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt das, haben wir jetzt das, haben wir jetzt das. Ich brauche nur noch Lip Liner. Benutze den. 90F. Jetzt habe ich alles, meine ich. Mein Make-up fängt hier oben schon an, fleckig zu werden, weil ich so immer schwitze. Ich schwitze gerade kontinuierlich. Das Ding läuft auch immer. Es tut mir auch nochmal leid, dass es im Vlog die ganze Zeit im Hintergrund so laut war. Aber was soll ich euch sagen, ne? Es ist zu warm in dieser Wohnung. Es ist zu warm. Und jetzt habe ich auch meine Tasche schon gepackt. Und Hannah kommt jetzt gleich around the corner. Ich hoffe, die ist schon losgefahren, weil ich habe ihr gesagt, sie muss pünktlich sein. Sie ist fast schon da. Jetzt ist sie überpünktlich, Leute, ich muss mich beeilen. Ah, ja, wieder. Ja, wo soll er denn rein? Ist eh rot. Oh Gott. Hannah ist auch hier. Alter, war das gerade stressig. Ja, surprise. OMG. Hast du das neue Lied von Luciano gehört? Nee. Und Jazzy. Oh, ist das so Party oder? Nee, es ist so Vibe. Hii, Leute, wir gehen jetzt Kaffee trinken. Wo wollen wir? Guck. Wo waren wir dann in der Stadt? Ja, Danilo, wo bist du? Schnellchen bekommen. Ich hab ein Schnellchen. Kann man hier packen? Es kostet alles. Na, hör mal. Dann geht's nach Namibia. Woo, morgen. Die Kamera ist so nice. Wir sind hier bei Café Barcelona, because Melissa arbeitet hier. Die beste Kellner. Voll süß. Haben wir hier unser Stuffy Muffy. Boah, der sieht so lecker aus, ne? Der sieht so kalt aus. Ja, ist auch Eis tatsächlich. Oh, geil. Hanna ist hier am Worken. Und Dali hat auch ihr Wasser. Oh, sogar Kekse ließ. Are you hyped? Bitte nicht meine Achseln filmen, ich finde das. Soll ich das ganze Ding mitnehmen, oder? Doch, ich würde sagen, können wir jetzt nachher gut. Ja, oder so. Unser Freitagabend in der Nutshell, ne? Ob euer Freitagabend auch so ist? I doubt it. Leute, man kann uns jetzt nicht wirklich erkennen, aber wir sind jetzt fertig. Licht an. Mit the work. Es war auf jeden Fall erfolgreich, Leute. Wir mussten 2 Stunden bei dem Job bleiben. Und man sieht uns an, wir sind auf jeden Fall durchgeschwitzt. Wir haben jetzt wahrscheinlich wie viele Steps drin? Keine Ahnung. Wir fahren jetzt nach Hause, wir haben jetzt kurz nach 10. Ich bin platt, ich will nur duschen. Nala ist zu Hause, aber sie muss ja nicht so lange allein zu Hause bleiben. Wir werden jetzt ein bisschen hier Musik hören. Ein bisschen nach Hause cruisen, kleiner Roadtrip. War richtig cool, ja, auf war jeden richtig Fall. Gut. Das ist wirklich mit so einer ganz anderen Erwartungshaltung. Ja, hier, ja. Aber bisschen Quality Time. Man entwickelt sich weiter, Leute, hier. Ne, High-End muss wachsen. So sieht's aus. Hit us up. Hit us up, Leute. Nali, wo sind wir? Wo sind wir? Leute, mir ist aufgefallen, dieser Vlog ist ja wirklich eine Katastrophe. Ich habe ja so wenig gefilmt. Der Tag heute sollte eigentlich auch ein bisschen anders aussehen, aber ich wurde spontan von einer Freundin von Hannah, also Hannah ist zu ihr gefahren und die hat halt einen Pool. Und dann bin ich mitgegangen und dann haben wir bei ihr am Pool gechillt, haben einen Poolday gemacht. Hannah hat so mit ihr so einen leckeren Feta Wassermelonensalat gemacht. Nicht mein persönliches Ding, aber wir haben das gegessen und wir hatten voll so einen richtig entspannten Tag und ich habe heute ausgeschlafen. Dann habe ich erstmal eine fette Spinne auf meinem Balkon entdeckt. Falls ihr das TikTok dazu gesehen habt, ich habe sie übrigens mit dem Wasserschlauch runtergedingst. Auf jeden Fall mache ich mich gerade fertig, weil ich wollte heute eigentlich so aufräumen und sowas. Ich musste auch eigentlich mein H&M-Paket wegschicken, aber dazu kam ich heute einfach nicht. Es ist halt wirklich, also ich sehe gerade aus, ne? Hannah fliegt heute Abend nach Namibia.
mit der lieben Laura. Deswegen ist Hannah heute nicht dabei und ich wäre jetzt eigentlich zu Hause geblieben. Ich habe mir auch Chidoba mitgenommen, ihr habt es ja gesehen, habt das gegessen. Und dann hat Tamino gesagt, dass ich mitkommen soll, weil die gehen in die Stadt. Und ich bin, ach, keine Ahnung, ich hatte eigentlich nicht so Lust. Aber ich dachte mir ganz ehrlich, es ist jetzt noch so ein schöner Sommertag. Heute ist es so heiß und das ist auch ein bisschen so das Problem, warum ich auch so unmotiviert bin gerade, weil es ist einfach voll warm. Und ich bin gerade einfach, ich könnte einfach schlafen. Und ich habe eigentlich, an sich habe ich schon Lust, aber ich bin halt so, wir waren die ganze Zeit so am Sonnen. Wir waren im Pool, das war so entspannt, einfach so für uns. Ja, keine Ahnung. Also, ich mache mich ja gerade eh fertig. Also, obviously, ich gehe mit. Aber ich fahre auch separat dahin. Das ist so ein bisschen, also es ist in Frankfurt, aber es ist, wenn hier Frankfurt ist, halt weiter rechts Richtung Offenbach. Also, die haben mich jetzt gut überzeugt. Tamino meinte, du kommst jetzt mit. Vielleicht bin ich da dann einfach nur für so eine halbe Stunde, Stunde, damit ich Nala auch nicht so allein lasse. Ich habe extra voll mitgenommen, weil es war ja auch im Garten und so. Und es war voll entspannt und Nala ist fix und fertig von der Hitze. Und dementsprechend kann ich die jetzt schon ein, zwei Stunden nochmal alleine lassen. War ja gestern auch alleine, als wir da bei dem Job waren sozusagen. Da wollte ich auch nochmal ein bisschen was zu erzählen, weil ich denke mal, viele nicht genau wissen, was wir da machen. Und irgendwie juckt es mich. Habe ich hier irgendwo ein Haar oder was? Das ist der Grund, warum ich mich um 19 Uhr fertig mache. Leute, ich habe mein Schlaf-T-Shirt gerade an. Ich habe kein Fake-Tan drauf, es ist alles gerade so semi-gut. Ich habe mein Oberteil eben gewaschen, weil ich wollte unbedingt dieses eine Schwarze anziehen, weil ich habe nichts zum... Ich habe heute... Mir gefällt gar nichts. Ich tue mir heute also wirklich keinen Gefallen mit diesen ganzen Outfit-Dingern. Deswegen habe ich schnell mein Oberteil noch eben gewaschen. Das liegt jetzt draußen auf dem Balkon und trocknet. Ich muss es wahrscheinlich gleich noch föhnen. Und Hermine und Selina werden halt von einer anderen Freundin um 20 Uhr abgeholt, wenn sie pünktlich ist. Aber die meinten auch schon, die kommt immer ein bisschen zu spät. Wie Hannah. Deswegen mal sehen, wenn die losfahren, dann fahre ich auch so 20.15 Uhr oder so los. Ich muss die ganze Zeit hier tupfen, weil es da juckt. Die wissen auf jeden Fall, dass ich wahrscheinlich nicht so lange bleiben werde. Aber das ist ja auch okay. Das ist jetzt nicht mehr so mein Ding. Aber ja. Einfach mal, um vorbeizuschauen und dabei gewesen zu sein, ne Leute, weil ich mache nie irgendwas. Und jetzt lasse ich mir ja mal den Spaß nicht entgehen. Auf jeden Fall, kurze Background-Story zu gestern, weil das war ja so voll over the place. Voll over the place, voll all over the place. Ihr checkt, was ich meine. Hannah und ich haben ja diese Agentur gegründet und wir hatten zum Beispiel einen Kunden, da haben wir das Social Media komplett betreut, also haben so den Social Media Account von diesem Betrieb einfach geleitet, also beziehungsweise wir haben den Content, wir haben alles für die gemacht, was auf Social Media bezogen ist, von Content produzieren. Dann waren wir immer bei denen, haben den Content abgedreht und haben den dann natürlich bearbeitet, geschnitten, Reels, TikToks, Stories, Kommentare beantworten, auf DMs eingehen. Einfach wie, als würde jemand das für mich machen, aber das ist ja mein Job, deswegen, also checkt ihr. Eine PA bei vielen Influencern macht das auch so, gerade wenn Influencer so zum Beispiel noch ein zweites, drittes, wie auch immer, Standbein haben oder einfach sehr viel zu tun haben, dann, es gibt ja auch Influencer, die sind nicht nur Influencer, dann ist eine PA ganz nützlich und wir sind halt eine Social-Media-Agentur, die für verschiedene Leute... deren Social Media macht. Und es sind tatsächlich, also eine ist zum Beispiel auch über mich, Shoutout, drauf gekommen, dass sie das für sie, für sich haben will und hat uns deswegen auch angeschrieben, was ich richtig cool fand. Hätte ich gar nicht gedacht, dass auch unter meinen Zuschauern jemand ist, der das gebrauchen könnte. Vielleicht auch sogar mehr Leute. Also Leute, hit us up, falls ihr das braucht. Es ist natürlich immer viel einfacher, wenn die Leute auch aus der Umgebung kommen, falls die halt Content auch produziert bekommen wollen. Weil wenn jemand jetzt in Berlin sitzt oder in Hamburg, dann ist es halt unmöglich, so Content zu produzieren. Das muss uns dann zugeschickt werden. Und gestern hatten wir halt jemanden, der hatte uns... Oh, was mache ich denn hier? Der hatte uns generell mal angefragt. Und dann ist es doch nicht so... Ich darf meine Hose nicht vollkleckern. Dann ist es doch nicht zustande gekommen. Aber er meinte, wenn er mal so einzelne Sachen hat, die er, ja, wo er Hilfe braucht, was Social Media angeht, dann würde er sich bei uns melden. Und das war jetzt halt der Fall. Und da ging es um so ein Fest, was ein bisschen auch basierend auf dem... ich kann ja sagen, das war eine Bar. Die haben das so ein bisschen, also die haben da halt auch mitgemacht und waren auch Sponsor und so. Und dann wollte er halt, dass wir für sein Social Media an dem Abend halt mitfilmen, dass wir Umfragen machen, dass wir halt Reels filmen, TikToks filmen. Und deswegen waren wir da gestern Abend und so sah unser Freitagabend aus. Aber es war voll lustig. Es war voll das nette Team. Wir haben dann so T-Shirts bekommen von denen, so dass wir halt erkennbar unter deren Bar sozusagen, also dass wir halt dazugehören für den Abend. Und dann haben wir da unsere Mikros ausgepackt und haben den Content abgefilmt. Der konnte natürlich sagen, was er haben will. Und dann haben wir das gemacht und das war unser Job für den Abend. Und normalerweise, wir haben uns halt eigentlich unter High-End vorgestellt, dass wir die halt so betreuen beim Aufbau. Aber gerade bei Social Media musst du halt einfach konstant
und kontinuierlich posten. Manche wollen das Geld dafür nicht bezahlen, manche können das Geld dafür nicht bezahlen, manche wollen das generell nicht. Ist auch immer die Sache von den Leuten, das kann man ja auch keinem vorschreiben. Und das ist uns ja schlussendlich dann auch egal. Das klingt so fies, aber wir sagen nur, was wir anbieten können. Und natürlich können wir auch, wie ich schon meinte, Alter, ich bin gerade voll am Hängen, können wir auch so einzelne Dinge anbieten. Und es hat auch echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ja, dann waren wir da den ganzen Abend und das war unser Drop gestern. Aber ich kann da natürlich nicht mitfilmen. Deswegen habt ihr jetzt nur ein Snippet gesehen, wie wir halt hingefahren sind und was ich halt gefilmt habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gefilmt habe. Muss ich dann gucken, wenn ich den Vlog schneide. Den wollte ich heute Abend eigentlich auch schneiden. Aber I don't got the time. Vielleicht nachher, wenn ich wieder nach Hause komme. Aber wer weiß, wie platt ich dann bin. Weil Leute, Sonne, sich zu sonnen und zu schwimmen und im Pool zu planschen, kostet Kraft. Ich habe mich gefühlt, wie als wäre ich so 8 und damals so im Urlaub oder so. Das war voll cool. Man hat sich wieder ein bisschen wie ein Kind gefühlt heute. Und heute ist mein Make-up echt nicht gut. Ich mache mich jetzt mal ganz schnell fertig. Ich muss nämlich die Klimaanlage anmachen, weil es ist zu warm hier. Fingers crossed, dass meine Haare gut werden. Ich habe heute schon wieder gemerkt, Leute, macht eure Haare, bevor ihr das reindreht, komplett trocken. Ich habe eben Haare gewaschen, habe natürlich geduscht und so und habe die erstmal reingedreht, als meine Haare noch so nass waren, klamm waren. Und das kann ich euch nicht empfehlen. So halten die Locken nicht. Es wird nichts. Sage ich euch jetzt, es wird nichts. Falls bei euch was wird, krass, aber es bei mir, Deswegen komplett trocken föhnen, also wirklich auch so diese unteren Haare eindrehen. Ich werde dann da gleich nochmal drüber föhnen, damit die einfach nochmal so wie weich werden, weil es ist vielleicht noch ganz bisschen nass, aber so ganz, also wirklich so, man merkt, die sind frisch gewaschen nass. Und dann werde ich eben noch mein Oberteil föhnen und dann Haarspray rein und dann sollten die Locken auch sitzen, weil glatte Haare, ich fühle das nicht bei mir, Leute. Wann hatte ich das letzte Mal glatte Haare? Wann habt ihr mich das letzte Mal mit glatten Haaren gesehen? Also wirklich dieses, wenn ich Haare wasche und föhne, dann sind die glatt. Ich habe ja wirklich die Hoffnung gehabt, dass meine Haare irgendwie ein bisschen die Form davon annehmen, weil ich das immer drin habe. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Egal. Wir haben jetzt 8:30 und wir sind immer noch nicht los. Egal, wir reden nicht drüber. Auf jeden Fall, ich weiß ganz genau, wie abgefuckt Selina ist. 100%. Auf jeden Fall werden die jetzt abgeholt und ich fahre gleich los. Ich habe da übrigens ein Taschentuch, also nicht wundern, weil ich bin am Schwitzen. Auf jeden Fall muss ich jetzt meine Haare aufmachen. Ich muss nämlich nochmal mit Nala gehen. Und wenn die losfahren, werde ich dann auch parallel bald losgehen. Aber ich dachte mir, wir öffnen jetzt mal zusammen meine Haare, damit ihr seht, wie das Ganze aussieht, wenn man das wirklich nur anderthalb Stunden in trockenen Haaren hat. Weil ich trage das ja sonst über Nacht. Aber es funktioniert auch genauso gut so. Ich mache vorher immer nochmal Haarspray in die Haare rein. Ich drehe die dann nochmal so kurz so, weil hier hinten die sind dann nie so eng. Nun lassen wir das mal ein bisschen kurz trocknen. Auf, schaut euch das mal an. Man sieht ja schon, dass das was geworden ist. Hoffe ich. Wenn wir rausziehen, die sehen aus als... So kann man gehen, oder? Ich denke mir mal so, würde ich für Geld einfach so auftauchen? Also so auf jeden Fall sind die jetzt wirklich gut von der Haarspray. Hier unten kriege ich ja auch manchmal nachts über die Nacht nicht so gut hin. Die sind jetzt auf jeden Fall steinhart vom Haarspray. Das ist richtig gut. Aber Leute, die hängen sich bei mir halt extrem schnell aus, vor allem bei der Hitze. Ich habe auch überlegt, ob ich so irgendwie meine Klammern wieder reinmache, aber nee, kein Bock. Und ich habe jetzt übrigens mal das Silbershampoo weggelassen, weil meine Haare echt sehr gräulich werden und sehr kühl, also sehr kühl, auch schon sonst grünliche und das wollen wir nicht. Deswegen, also hier, oh mein Gott, ich habe die hier hinten viel zu viel Haarspray reingemacht. Es geht. Ja, und so sehen die jetzt aus. Also ich habe so ein bisschen schöner vorgestellt, jetzt ein blöder Vorführeffekt. Aber ja, ne, so sehen die jetzt aus. Und jetzt gehe ich mit Nala Gassi und dann gehe ich los. Guten Morgen, Leute, und Happy Sunday. Ich habe mir eben so eine Tapology-Maske drauf gemacht. Und nur hier, weil ich die jetzt irgendwie nur hier brauche. Deswegen sieht es irgendwie aus, als hätte ich einen Bart, aber egal. Auf jeden Fall mache ich mir jetzt Frühstück. Und ich wollte euch mal zeigen, was gerade mein Lieblingsfrühstück ist. Eigentlich braucht man dafür auch noch ein Avocado. Ich habe aber kein Avocado hier und es ist Sonntag. Deswegen esse ich es ohne Avocado. Schmeckt auch lecker. Und danach kümmere ich mich um diesen Vlog.
und werde endlich meine H&M-Bestellung einpacken. Ich habe schon die Sachen raussortiert, die ich auf jeden Fall behalte. Es ist jetzt so fast die Hälfte, die ich behalte. Aber das Gute ist, die teuersten Sachen schicke ich zurück. Deswegen ist es für mich trotzdem irgendwie Geld sparen. Wir brauchen Brioche-Brot. Ich weiß gar nicht, was ist der Unterschied zwischen Brioche-Brot und Milchbrötchen, weil das schmeckt irgendwie gleich für mich, so ein bisschen, you know. Davon brauchen wir halt, je nachdem, wie viel ihr machen wollt, 2 oder halt 4 Scheiben. Wir machen nämlich so ein Egg-Drop-Sandwich und die leichte Version davon. Wir brauchen ein Ei und ein bisschen Milch, damit wir da unser Rührei machen. Ich nehme heute nur ein Ei. Und das verquirlen wir dann, weil das wird unser Rührei. Das könnt ihr einfach würzen, wie ihr wollt. Und dann würzen wir das noch so, wie wir es haben wollen. Ich nehme Salz, Pfeffer und Schnittlauch. Und währenddessen kümmern wir uns hier um unser... Oh, das, so muss es aussehen. So muss es aussehen, Leute. Ich mache jetzt aber die Pfanne ein bisschen runter und jetzt kommt der Käse. Das ist der wichtigste Step für mich. Ich habe jetzt Käse drauf gemacht und ihr seht, das Brot ist schon relativ gut kross. Und das lassen wir jetzt nochmal ganz kurz schmelzen. Ich habe auch die jetzt ein bisschen weggenommen. Rührei ist jetzt fertig und ich habe es jetzt schon drauf gegeben. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Step, Sriracha Mayo. Und die geben wir einfach drüber. Das soll doch fancy aussehen. Und jetzt ist unser Frühstück fertig. Glaubt mir, Leute, ihr müsst das nachmachen, das schmeckt so gut. Macht noch Avocado drauf und es ist so lecker. Ich kümmere mich jetzt um diese Sachen hier. Ich werde jetzt alles einpacken und wieder zurück in den Karton tun, damit ich das morgen zur Post bringen kann. Genau wie das eine Verlosungspaket. Ich habe der Gewinnerin schon geschrieben. Und das ist jetzt hier erstmal meine Aufgabe. Und dann mache ich den Vlog fertig. Und dann fahre ich zu meinen Eltern. Auf jeden Fall war es das jetzt mit diesem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es so ist oder wenn ihr mich einfach supporten wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Bye.